6 Event Points less. Wir haben eine Stunde ungefähr, bisschen mehr. Nach dem Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und ich behalte dieses cringige Intro mit dem Hut bei, dass sich ein paar Leute extra vergraulen, die trotz des Hinweisbildes denken, mir aggressiv ihre Meinung sagen zu müssen und keine konstruktive Kritik üben. Die gibt es leider immer noch auf meinem kleinen Kanal. Konstruktive Kritik gerne, aber sinnlose oder beleidigende Kritik auch kein Mensch. Ja? Und wenn ich mit dem Cringe plus dem Hinweis ein paar Minuten vergraule, dann ist das so. Ja? Gut. Bleiben wir dabei. 6 Punkte habe ich noch diese Woche und ja, heute ist Sonntag, wo ich das aufnehme und streame. Sonntagspiraten kommen in knapp 1,5 Stunden. Bin ich das letzte Mal gestorben mit Andy? Ich glaube, kann das sein? Ich habe auf jeden Fall noch meinen Silent Solo Hunter irgendwo, glaube ich. Hier. Was muss ich eigentlich tun? Das ist mal das Wichtigste, ich habe es eben offen gehabt. Ich muss Killing Hives Befrowing Access on Knowing Knives. Das kriegen wir hin, die habe ich eh mehr dabei. Destroy Dog Cages, auch. Ich brauche doppelt Wurfmesser, oder was? Theoretisch. Oder ich muss sie nachfüllen gehen. Ich bräuchte keine Smoke Bombs. Kann ich doppelte Wurfmesser mitnehmen? Stacken die? Ich habe es nie versucht. Geht das? Hab ich dann einfach mehr? Nee, darf ich nicht. Habt ihr jetzt gekauft? Okay. Und dann können wir wieder die Smoke mitnehmen, ne? Ups. Nehmen wir die halt wieder mit, aber. Schade! Warum eigentlich nicht, Crytek? Lass mich doch alles. Oh, das Messer noch. Bin ja Freund vom Messer und nicht vom Schlagring. Ich habe mittlerweile mehrere Messer zur Auswahl. Vielleicht wechsle ich einfach mal mein Standardmesser. Oder wir bleiben bei dem, weil mir das doch am besten gefällt. Okay, wir machen natürlich, also es ging um Hives mit Messer töten und es geht um Käfige töten. Dann haben wir schon mal 2 Punkte wieder. Ich müsste mit der Catwill New Army, muss ich noch Damage machen an Huntern und ich muss Deal Damage with High Velocity Ammo an Huntern. Okay, was haben wir für Waffen dabei und können wir da diese Munition reinklatschen? Geht das hier in die... Ja, geht. Silencer geht und das ist doch die Catwill, oder ist sie das nicht? Was haben wir denn hier? Ja, Catwill New Army. Gut. Andy Stream Sniping an. Und dann fangen wir gleich an. Also 6 Punkte. Ich das jetzt ratzfatz schaffe, ich habe auch noch einen Showdown offen für heute. Aber das ist, glaube ich, so diese Anfangsmotivation, wo man denkt, ah ja, komm, diese 6 Punkte. Das sind 3 Spiele, 2, 4, 6, machst mal eben schnell die Aufgaben. Geht ja easy. Kann man nicht so sagen. Oh, was war das? Kurzer Grafikbug beim Laden? Schauen wir mal. Ich bin noch nicht ganz so glücklich, was mein hier Handfenster angeht. Ja, optisch schon, aber ich habe immer noch ein paar Probleme unten. Die Zahl springt immer noch manchmal rüber in das Reward rein. Also spiegelverkehrt so rüber. Also hier. So. Ja. Und wieder zurück, was ich mir echt nicht erklären kann, warum. Ich hatte ja auch noch das Problem, dass die Ansicht, wenn jemand im Discord ist, sollte eigentlich hier neben mir, soll es nach unten gehen und oben soll es von der Seite reingeschoben werden. So. Das ging auch immer die ganze Zeit. Dann habe ich den CSS-Code bei beiden unterschiedlichen Textfenstern, die heißen anders, gleichgesetzt. Und dann hat er das als 1 gesehen und hat die dann hin und her verschoben. Dann habe ich den CSS-Code einfach ein klein bisschen editiert. Raten, was kommentiert da drin. Und jetzt geht's wieder. Das sind so Sachen. Da kommst du nicht drauf. Hi, Lovey, schön, dass du reinschaust. Hallo, heute großer, das heißt großer Stream, aber
Längerer Stream auf jeden Fall. Mit diversen Spielen, ne? So, wie weit bist du denn bei den Spielen? Bist du mit Mario schon durch? Ah, ne? Da schreibst du schon, hab und das fast auf 100%. Ja, krass. Also, ich bin echt positiv überrascht gewesen von diesen. Darf man bei Twitch LSD-Trips sagen? Naja. Aber es ist schon echt crazy. Gerade wo diese Blumen angefangen haben zu singen. Aber da war ich nicht bereit für. Das habe ich auch gesagt, nee, Moment. Ich bin nicht bereit dafür, dass jetzt diese Blumen anfangen zu singen. Was geht hier ab? Es ist natürlich geil. Ja, aber es ist einfach so, what the fuck geht hier ab? Wie sie sich einfach in vielen Leveln gesagt haben, okay, alles klar. Wie können wir das ins völlige Absurdum treiben? Yippies! Der ist so leer, der Compound. Normalerweise ist hier alles voller. Oh, den Käfig brauchen wir. Warum mache ich den Käfig zuerst und hole den Punkt nicht zuerst? Ganz einfach, wenn da jetzt ein Gegner käme, würde der Punkt leer machen. Wenn ich den genommen habe, macht der für mich keinen Lärm mehr, für den Gegner schon noch. Oben über mir, ne? Ja. Aber noch nicht alle Collectors bisher. Das Game hat manchmal was echt gemein. Ja, ich meine, irgendwas muss es ja haben, glaube ich. Also es darf ja auch dann nicht zu leicht sein. Ja, es muss ja dann schon eine Herausforderung bieten. Und ich bleib dabei. Ich brauche keine 100%. Ne? Also ich möchte es durchspielen. Ja. Aber das war's. Und alles, was ich dann da mitnehme, ja, wenn ich manchmal nochmal ein Level nochmal machen mag, weil ich sage, okay, jetzt reizt es mich doch, wo war denn noch das eine oder so. Aber wenn ich dann doch nicht alle habe, dann, mein Gott, geht die Welt nicht unter. Hinter mir sind welche. Den habe ich nicht gepult, das Pferd. Enten. Die gehen hier rüber. Hören ist so wichtig in dem Spiel. Das ist echt das Geile an dem Spiel. Also wirklich alle Geräusche achten, die jemand macht, auslöst. Ist ultra wichtig. Keiern darum, ja, ja. Okay, Lavish, okay. Okay, ist was richtig fies versteckt. Ja, wie gesagt, der richtig, richtig gut versteckt. Das ist ja okay so. Das soll das Spiel ja auch haben. Also, das muss man Nintendo echt lassen. Das ist ein richtig gutes Game geworden. Okay, ein Glück löst das nicht die Raben aus.
muss einen Hive mit Messern töten. Gibbies! Scheiße. Und ich bin eigentlich zu weit weg vom Schuss. Fuck. Da war jemand. Wieso war da jemand? Wir sind außerhalb der Map. Wieso war da jemand? Also das ist außerhalb der Map, wir sind außerhalb des Punktes, wo es eigentlich abgeht. Wieso ist da jemand? Der jetzt natürlich auch wusste, dass ich da bin, weil ich habe die Raben gepullt. Noch jemand, der solomäßig farmt? Kann sein. Dem Moment, wo ich es gesagt habe, echt. Boah, also im Spiel oder was? Bei Super Mario? Darf ich? Hast du das gleiche gesagt wie ich? Kann sein. Der wird Lärm machen. Und wenn der Typ mich jagt, dann weiß er, wo ich bin. Also wenn ich den pulle, dann rollt er immer so ein bisschen auf. Ah, okay. Ja, 100%. Wie gesagt, also, es gibt ja Leute, die müssen 100% machen, weil sie es unbedingt machen müssen. Für sich, weil sie sonst nicht glücklich sind mit dem Spiel. Es gibt ja so Leute. Denen gönne ich das, wenn die das machen möchten. Ja, das ist klar. Ich habe hier die Balken nicht angepasst. Weil ich es immer vergesse. Der Punkt ist da drin, oder was? Ich verbinde mich jetzt so. Waschen wir? Licht. Näher. Problem ist, ich muss Hives mit Messer killen und ich finde gerade keine. Das ist mein Problem. Aber auch wissen, wo der Boss ist. Ich meine, die Alternative wäre, hier ganz am Rand zurückzulaufen und hier hoch und so rum. Das wäre die Alternative. Wie ihr merkt, habe ich ja keinen Bock drauf, ne?
wo du halt viel gespielt hast, ne, Lavish, bist du bei Mario Wonder schon recht weit, ne? Klar, und auch in der letzten Welt. Unendlich ist so ein Spiel ja auch nicht, aber. Guck, dass ich die nächste Woche noch ein paar Mal auspacke. Heute sehr wahrscheinlich nicht. Okay, wir wissen, wo der Boss ist. Oh, ich höre eine Hive. Ja, die ist da oben mit den Wurfmessern nur scheiße zu erwischen. Nein. Holen wir uns wieder. Ich wollte eigentlich erst hier komplett nach oben gehen, aber als ich oh. Es klang so, als wäre die gerade abgestürzt mit den Wurfmessern. Aber als ich gesehen habe, dass da ein Kürbis ist. Ach, kann ich hier nicht nach oben? Ach so. Als ich jetzt gesehen habe, dass da ein Kürbis ist, dachte ich, komm, nimmst du den Kürbis auch noch. Stimmt, du hast ja noch Spider-Man. Stimmt. Hier ist jemand. Also ich bin keiner von den Solo-Typen, die sich irgendwo einkämmt. Das mag ich ja selbst nicht. Ja? Oder dann die alleine, wie gesagt, irgendwo sich im Gebüsch sitzt oder so. Aber das mag ich ja selbst nicht. Ja, wenn sie Lärm machen, auf sich aufmerksam machen und wir kommen halt in den Fight, mein Gott, dann ist es so. Und in der Regel bin ich ja so schlecht im Schießen, dass der Gegner auch seine Chance hat, mich zu erschießen. Emulator. Irgendwie von da. Da rennt was. Das ist er. Ich habe ihn zumindest getroffen. Was hängt denn da in der Luft? Was hängt denn da? Halber Ast oder was?
Hugo Boss. Ehrlich gesagt nur eine Hive. Da hat jemand verkackt. Weil man hätte mich locker hätten können. Hätte ich headshotten können. Am Kriechen vorbeischießen. Das muss man erstmal hinkriegen. Okay, die. Ich glaube, die sitzen in dem Haus. Die mich beschossen haben. Oh, das Krokodil ist hier. Natürlich. Das war mein Warnschuss. Echt jetzt? In die Richtung? Interessant. Was haben wir denn schon? Wir haben eigentlich schon alle Trades. Necromancer? Ja. Es sind echt wenig heute auf der Map hier. Ist klar, dass wir Lärm machen und kommen auf die Entfernung. Aber kein Punkt mehr zum Krokodil jetzt. Ach da. Die Richtung. Da muss hier hinten sein. Da will ich wissen, ob der Punkt noch da ist. Ja, ist noch da. Hier oben ist auch gerne Hive, die war dieses Mal auch nicht da. Die mir das Krokodil an, hier ist noch ein Punkt. Naja, der muss da hinten im Eck sein. Hier gibt es auch direkt einen Ausgang in der Nähe. Das Ding ist, wie soll ich denn machen mit dieser mit der Muni, die ich habe? Na? Nee, du bist weiter, glaube ich. Ne? Du kannst dann gerne dabei sein, wenn ich komplett streame. Ja, klar. Spoiler ich dich auf keinen Fall. Sofern man das bei so einem Jump'n'Run auch Spoiler nennen kann, ja, bedingt natürlich schon, wie die Level sind und wie die Bosse. Aber
Bin ich natürlich bei dem Story-Game schlimmer. Ich erinnere da immer noch gerne dran, wo ich damals mit einer Bekannten, zu der ich nicht mehr viel Kontakt habe, aber nicht deswegen. Weil sie es halt einfach auseinandergelebt hat. Dann über damals Game of Thrones geredet habe. Und wer wisst ja, wenn er die Serie kennt oder zumindest schon mal von gehört hat, bei Game of Thrones sterben Leute auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und kein Charakter ist sicher. Ja. Und dann hat die halt gefragt, hast du die neue Game of Thrones Folge schon gesehen? Und ich sag ja, alles super. Ich fand den Tod von dem und dem voll schlimm. Und ich so, nee, der lebt doch noch. Und sie, nee, der stirbt doch. Und dann sag ich, nee, der lebt noch. Und dann sagt sie, ja, guckst du nicht das englische Original? Und die englischen Folgen kamen ein paar Tage früher raus. Als die deutsche. Das fand ich dann schon richtig. Und da habe ich es auch richtig angemeckert. Da habe ich gesagt, was soll denn der Scheiß? Da sah ich die Schuld ganz klar bei ihr. Du kannst nicht davon ausgehen, dass in Deutschland jemand das englische Original von der Serie guckt. Da finde ich, wäre sie in der Pflicht gewesen, dann zu fragen, guckst du Deutsch oder Englisch? Wenn sie Englisch guckt, weil das ja schon ein bisschen untypischer ist. Ja. Da war ich da richtig pisst, ne? Krokodil ist hier, ja. Genau hier irgendwo. Ich will eigentlich nur vorbei. Oma da. Ein Kürbis. Ja, ich sag mal, je älter Game of Thrones wird, desto weniger, denke ich, haben die Leute noch Lust, das nachzugucken, weil der Hype ist ja auch so ein bisschen rum. War halt eine gut gemachte Serie im Fantasy-Bereich, aufgrund der Bücher, die sehr erfolgreich sind. Und habe auch Spaß gehabt, sie zu gucken. Wie bei allen bei fast allen Serien, wird es in der letzten Staffel immer ein bisschen dünn. Ja, von der Story her, beziehungsweise von den Zusammenhängen. Da merkt man, okay, jetzt muss man das irgendwie zu Ende bringen, aber irgendwie klappt es nicht so, wie man will. Kann er halt? Ja. Hör sie doch. Die Richtung. Da. Ah. Und von daher war die letzte Staffel auch bei Game of Thrones ein bisschen, naja. Aber trotz alledem hatte ich vorne dran sehr viel Spaß und eine Serie ist ja nicht zwingend schlecht. Nur weil ich dann mit der letzten Staffel nicht mehr ganz zufrieden war. Und es gibt ja dann wirklich Leute, die verteufeln dann die ganze Serie, weil die letzte Staffel scheiße war. Nee, dann ärgert man sich natürlich, dass das doof zu Ende gebracht wurde für einen. Aber deswegen ist ja trotzdem nicht. Was geht denn hier ab? Wo kommst denn du her, du Penner? Mann! Hab mich jetzt aber gerade erschreckt, ey. Zwei Stücke gekillt und der hat null Mucks von sich gegeben. Und daher kann ich jeden verstehen, der sagt, Game of Thrones gucke ich jetzt nicht mehr, ne? Also. Ich will nur meine Wurfmesser haben, verdammt nochmal. Die jetzt nicht mehr hier liegen, weil die Hive abgestürzt ist. Ja. Da, wo das zweite hin ist. Egal. Ja, jetzt könnten wir das Krokodil noch machen. Das Problem ist, ich kann das Krokodil. Ich habe Geld, Alex. Ja, das Ding ist, das nimmt halt keinen Schaden und ich habe halt viel zu wenig Schuss. Und Lärm machen möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Zu zweit würde ich es jetzt angehen. Ich werde vielleicht jetzt mal einen Schuss auf das Ding abgeben, weil wir den Ausgang nehmen. Ehrlich. Das meine ich halt, ne?
Das meine ich halt. Das kommt aus dem Nichts und beißt sich so derbe. Und da kriegst du eben halbe AP flöten. Ich mach die Balken auch weg. Ich mach drei große jetzt. Geh raus von der Map, mach drei große. Das mit den kleinen Balken nervt unendlich. Also, es gibt so Serien, mit denen bin ich nicht warm geworden. Ja, das beste Beispiel war bei mir Breaking Bad, was sehr viele sehr lieben. Und ich habe halt geguckt, so die ersten, ich glaube, zwei oder drei Folgen. Ich habe da keine Lust mehr gehabt. Und dann gibt es halt viele, die sagen, guck weiter, guck weiter, guck weiter. Und ja, ich kann das auch verstehen, aber ich hole die jetzt auch nicht mehr nach. Es gibt halt Serien, die fand ich von Anfang an spannend, wie Dexter zum Beispiel. Das habe ich dann auch zu Ende geguckt. Jetzt die neue Staffel jetzt irgendwie nicht mehr. Weil irgendwie haben sie jetzt doch nochmal weitergemacht, obwohl es eigentlich zu Ende erzählt war. Gab es, glaube ich, nur exklusiv irgendwo. Aber so die Urfolgen ohne das Wiederaufleben des Charakters. Ja, die fand ich super. Und da habe ich nicht sowas gebraucht. Und ich bin halt nicht so Freund von, wenn es halt heißt, ähnlich wie jemand gesagt hat, bei Starfield, ja, nach 20 Stunden wird's spielgeil. Toll, dann muss ich erstmal 20 Stunden, habe ich keinen Spaß oder was? Also dann ist ja schön, dass ich dann noch 50 Stunden Spaß hätte, aber deswegen habe ich trotzdem 20 Stunden wieder keinen oder weniger. Und das war jetzt auch nur eine Beispielzahl mit Starfield, ne? Und auch Starfield ist nur ein Beispielspiel. Es gibt andere Spiele. Die Leute haben von Sekunde 1 von Starfield an sehr viel Spaß, ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Und das ist halt nicht meine Welt, ja? War der Fehler, den sie bei Wing Commander gemacht hatten damals, der in den Film. Spiele waren super. Und dann haben sie die Verfilmung von vorne angefangen. Weil viele sind erst im dritten Spiel eingestiegen. Hätten es machen sollen wie Star Wars. Erst so den Hauptteil und dann irgendwann mal die Vorgeschichte. Sie haben zuerst die Vorgeschichte erzählt und der Film ist gefloppt und dann haben sie nicht weitergemacht. Was ein bisschen schade war. So. Balken. Respec hier. Einen großen, bitte. Danke. So, was hat er in der Hand? Er hat noch 8 Punkte frei. Hat er schon Notarzt? Nö, hat er nicht, aber es kostet 9, ne? Doktor, meine ich. Nur Notarzt haben wir schon. Ja. Ne, da müssen wir noch weiter sparen. Wie viel Schaden habe ich denn gemacht? Nicht viel. Ich habe ja einmal getroffen. Mit dieser Ammo, aber nicht viel. Oh, doch. Auf die Entfernung mit der Silencer 106 Damage. Er ist nicht umgefallen. War also kein Headshot. Ja, krass. Ja, wenn ich die nämlich beide gemacht hätte, dann wäre ich fertig gewesen. So halt nicht. So haben wir jetzt noch 4. Was wir machen? Wir müssen Hives killen, 5 Stück. Und Pumpkins smashen. Das ist ein bisschen doof, beide. Warum? Wir haben ja gerade gesehen, wie viel Hives ich gerade eben hatte. Wir sind rausgekommen, deswegen kann ich hochzählen, aber mehr ist nicht passiert. Wir haben ja gerade gesehen, wie viel Hives ich gerade eben hatte. Nämlich mit Ach und Krach 2. Jetzt muss ich 5 killen. Und das mit den Kürbissen ist auch so eine Sache. Manchmal rennst du über Compound und da springen die Kürbisse quasi ins Gesicht. Und manchmal rennst du über die Map und hast mit Ach und Krach 3 oder 4, ne? So, da beschreibt ab Staffel 2 wird Breaking Bad geil. Ja, super. Wie viele Folgen hat Staffel 1? Wie viele Stunden sind das? Wie viel Lebenszeit muss ich investieren? Californication waren die auch super ab Anfang an. Aber auch da wieder die letzte Staffel sehr, sehr dünn. Ja, also sehr, sehr schwach und schwammig zu Ende gebracht. Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, die Staffel vorne dran haben sie es schon so erzählt oder so enden lassen, als wäre Schluss gewesen. Ich glaube, das richtig zu entsinnen. Bei Californication. Also, sie haben es quasi so offen gemacht, so ein Motto, wir sind jetzt eigentlich, könnten es jetzt enden lassen. Und da wurde, glaube ich, nochmal eine neue Staffel bestellt. Und die letzte war dann wirklich. Ui, die war schwierig. Aber alle anderen vorne waren geil. No? Und wenn ich dann California, weil ich habe Californication komplett. Weil wenn ich dann das mal jemandem zeige, der dann vorbeikommt, dann sagt, komm, wir gucken mal, bist du keine Fornication, so die ersten zwei, drei Folgen.
die Leute so, geil, ich will das weitersehen. Geil, geile Serie, ich will das weitersehen. Das Ding ist, die gibt's bei keinem Streamingdienst kostenlos aktuell. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber die kannst du überall nur leihen oder halt kaufen. Aber du kannst, die sind in keinem Abo drin. Hui. Nebel. Marberry. Ein Zielspiel der Schrottschnabel. Schon wieder der Schrottschnabel. So Hives. Oh, gibt es hier viele Hives. Es gibt ja Compounds, da weiß man so, okay, auf dem Dach ist eher mal eine Hive, da ist eher mal eine Hive. Hm, 50 Minuten habe ich noch für den Bums hier. Ich möchte nicht überziehen und ich möchte ungern Hand Showdown nochmal auspacken. Wobei, dann würde ich das Offstream machen. Dann würde ich Offstream Hand Showdown starten und mir die 2 Punkte irgendwie holen. Am Aufstehen im Schlafanzug oder so, schnell noch steht die 2 Punkte. Man darf ja nicht extra den Stream anschmeißen die Woche. Gut, alleine losrennen. Rennst du nur in Gegner rein, wenn es Parallelspawn gibt, ne? Ich fände es übrigens noch cool, wenn es eine Option gäbe, dass man laufen kann. Da sind schon ein paar. Holen wir mal den Punkt hier, weil dementsprechend, ob das hier ausgeixt ist oder nicht, kriege ich hier gleich Besuch. Entweder ist da der Boss, oder sie fighten. Oh, eine Hive. Muss ich nur töten, ne? Ja. Normalerweise würde ich hier nicht so offen rumtigern, wenn nebendran Action ist. Aber der Nebel hilft mir gerade. Maximal hören die, was ich hier mache, aber sie sehen es nicht. Oh, wir haben auch schon mal Glück. Mal gleich 2 Kürbisse im ersten Compound. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ah, wir sind noch drin. Das ist ein Kürbis? Dreckige Kugel. Okay. Ja, wir werden einen großen Bogen laufen. Wir werden hier nach oben gehen. Wir mussten ein bisschen langsamer, wenn einer hier war. Kommt hier runter ein Team oder einer alleine. So, Hives und Kürbisse. Silent Killer? Ja, wollte gerade sagen. Auch super wichtig, wenn man solo unterwegs ist. Weil ja, es macht dann schon so ein kleines Splatter-Geräusch. Wenn man die Zombies so tötet. Aber sonst hat man noch dieses. Und das hört man halt. Also geräuschtechnisch haben sie sich echt selbst übertroffen im Spiel. Grafisch. Ja, es sieht gut aus. Also es fängt die Atmosphäre gut ein. Manchmal könnte es noch ein bisschen realistischer sein, aber es wirkt teilweise schon sehr realistisch. Gut, Realismus noch nicht, aber geht gut in die Richtung. Mal gucken, was das Engine Upgrade dann nächstes Jahr bringen wird. Bin ich echt gespannt. Und ich hoffe auch auf DLSS-Support, ne?
Also ich hoffe wirklich, dass das endlich überall standardmäßig Einzug hat. City Skylines 2, was ja aktuell noch nicht erschienen ist, wo ich das hier aufnehme, aber und streame, aber schon in der Kritik steht, dass Frame-Einbrüche hat ohne Ende. Da gibt es auch offiziell noch kein DLSS. Wird wohl zu Release wahrscheinlich auch nicht kommen oder da sein. Aber es gibt zumindest schon den Ordner in den Dateien, wenn man sich installiert. Gibt ja schon Leute, die haben Zugriff auf das Spiel, so Streamer und Presse. Hallo Traum, schön, dass du reinschaust. Danke für deinen Lurk. Und die haben Kasse. Und die haben ja dann schon ein bisschen was gesehen. Unter anderem, dass es einen Ordner gibt mit der passenden Datei für DLSS. Ob es DLSS 3.0, 3.5, 2 oder 1 wird, weiß ich noch nicht. Und offiziell ist es ja noch gar nicht angekündigt, nur die Datei existiert halt schon. Da hoffen wir natürlich, dass die Entwickler das jetzt ratzfatz in die Engine integrieren. Nur Unity nutzen die. Weil frames-technisch ist City Skylines 2 aktuell eine kleine Katastrophe. Das ist halt traurig. Und die Spielezeitschriften oder Websites haben das, finde ich, nicht so ganz gut durchleuchtet. Dieser City Planner Plays, dem folge ich auf YouTube. Unter anderem, weil er so gute Videos gemacht hat zu City Skylines 2 bisher. Und auch immer schön baut und kreative Ideen hat, wo ich mir auch was abgucke. Und abgeguckt habe oder abgucken werde. Kürbis. Morgen übrigens immer noch Hives, ne? 6 Kürbis und noch immer noch Hives. Und der hat auch jetzt ein Video gemacht, was jetzt rauskam. Bezüglich der Performance, was man einstellen kann. Haben die einen Ausgang? Ja. Scheiße. Brauch noch ein bisschen Zeit auf der Map, liebe Leute. Liebe Leute und Kerbegischt. Warum ich hier durchrenne? Weil hier gerne mal ein Kürbis ist. Und ich versuche mich hier, ertappe ich mich, weil es hier so dunkel ist, ertappe ich mich hier Q drücken zu wollen, um die Laterne auszuwählen. Und dann merke ich, ich bin ja gar kein Sea of Thieves gerade. Alter, geht das. Kürbis. Oh, Emulator. Gut zu wissen. Oh, Kürbis. Also Kürbis haben wir echt Glück gerade, dieses Match. Gut, ich halte auch die Augen offen, aber wie gesagt, es gab Matches, damit ich über die Karte gerannt habe. Oh, noch einer. Ich krieg gerade Nippel. Es gab halt wirklich Matches, damit ich über die Karte gerannt und habe Kürbisse händering gesucht. Wahrscheinlich, weil sie auch von anderen Spielern schon gesnackt wurden. Ja. Aber hier bisher müssen wir Ausdauer regenerieren. Wir brauchen Hives. Hier war schon wer. Hier war ein Eventpunkt. Und der Käfig ist auch gemacht, oder? Ne, der Käfig ist nicht gemacht. Hey, komme ich von unten? Ich habe gestern, glaube ich, war es gestern oder vorgestern. Es gibt ja so kreative, ja, Macher im Internet. Und hat jemand auf Instagram Disney Pixar Bilder gepostet. Was wäre, wenn Harry Potter die Charaktere in Disney-Pixar-Grafik? Ey, sauschön. Sauschön. Da denkst du dir so, ich will diesen Film haben, weißt du so. Oder auch als Serie. Aber das eine ist halt Warner Brothers, das andere ist halt Disney bzw. Pixar. Ja. Das wird halt nicht funktionieren. Aber es wäre der Shit. Überlegt euch die Harry Potter-Filme. Oder als Serie ausgedehnt. Ja. Mit den Originalsprechern, die halt noch leben. Wohlgemerkt. Ja. Sind da leider nicht mehr alle am Leben. Alan Rickman vorneweg, aber Dumbledore war ja das letzte. Hagrid ist auch, ja, der Schauspieler erst verstorben, leider. Niemand lebt ewig. Okay, der Vorteil ist, da jemand noch nicht das Krokodil gemacht hat, bleibt die Map weiter offen. Aber ich höre es schon ballern, also macht wohl jemand das Krokodil. Emulator höre ich noch. Und eine Hive. Noch eine Hive.
Zwei Kürbisse noch, zwei Hives noch. Also nicht so Bock auf den Emulator, aber ich glaube, da oben war noch ein Hive. So wie sie das Krokodil gemacht haben, finde ich es eigentlich eine ganz coole Idee. Doc Brown, du enttäuscht mich, hast keinen Kürbis für mich. Und so ähnlich, nur wie willst du es halt machen, Kürbis? So ähnlich hätte ich es mir halt auch mit einem Bär gewünscht. Also dieses Spiel braucht irgendeinen Terrorbär. Entweder als Standardboss oder als wandelnder Boss oder als normaler Gegner, aber ich glaube normaler Gegner, weil es gibt ja einen Hunter, den ihr kaufen könnt. Der hat so diesen Kopf, diesen Bärenkopf auf, als Kopf oben drauf. Also als Mütze. Innerhalb. Was sagen jetzt noch eine? Alter, da hätte ich wieder sterben können. Da musst du so aufpassen, wenn die Fackeln haben, dass auf dem Boden keine Feuerlache liegt, sonst bist du weg. Ich habe mich wieder so geärgert. Und noch ein Kürbis und noch eine Hive. Das kriegen wir noch hin. Ja, yeah, und den Kürbis haben wir schon mal. Die Hive auch. Holen wir noch die Eventpunkte, weil wir es können, und gehen zum Ausgang. Da oben. Hier oben wird keiner sein. Ist nur irgendeiner, der das Krokodil macht. Ich meine, man könnte ja es so machen, dass Spuren, so wie hier die Reifenspuren, das einfach auf den Karten dann so random pro Map, wenn er da ist, der Bär. Einfach so Bärenspuren sind, oder man auch so im Wald so Bärenspuren findet. Und wenn man die dann angezeigt, wenn man die dann antippt, dann kriegt man kurze Zeit so Tapsen angezeigt, die so in eine Richtung führen. Dann zur nächsten Fährte, dass man so ein bisschen Fährtenlesen machen muss. Und dann kommt dann halt dieser Bärboss. Das wäre schon irgendwie cool.
ich denke, erstmal die neue Map im nächsten Jahr und dann vielleicht Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten, ein neuer Boss. Können die mir vorstellen. Und sie wollen natürlich auch Crytek, wollen sie mit dem Update der CryEngine bei Hand, wollen sie natürlich mit ihrem Spiel zeigen, was die CryEngine kann. In der Hoffnung, dass die auch jemand lizenziert, ja, und sie für seine Zwecke benutzt. Der Vorteil bei Hand ist halt, dass sie ihre eigene Engine haben. Können sie halt auch selbst verbessern und anpassen. Ja, für ihr Spiel. Der Nachteil ist, wenn was nicht klappt, wie sie wollen, müssen sie halt erstmal die Engine verbessern. Das kann halt wieder extra dauern, ne? Aber sie haben es soweit geschafft, also bin ich zuversichtlich, dass das auch in Zukunft klappen wird. Ob die Leute dann noch so stark die CryEngine lizenzieren werden? Gibt ja so ein paar Platzhirsche wie die Unreal Engine und die Unity Engine, wobei Unity Engine ja schon so ein bisschen beliebt ist anders. Ich glaube, die Leute sind aktuell ein bisschen heißer auf die Unreal Engine, aber schade, hätten wir uns gerne noch gehabt. Dann darf er halt überleben und sein Terrorhundewesen weiterführen. Gehen die Menü an sich. Wir haben natürlich nichts gemacht, außer überlebt. Das wird rewardmäßig ein schwacher Stream, aber das ist ja egal. Ich will ja nur die Punkte fertig machen. Ja. Checking, Jailogging successful. Da. Paar Standard-Event-Punkte gibt es natürlich auch noch. Oh, jetzt habe ich die Nagant Dumm-Dumm-Ammo freigeschaltet. Und nochmal. Jetzt für jeden Variantentyp oder was? Nochmal 500 Event-Punkte. Das ist klar. So, jetzt noch zwei. Was muss ich machen? Kill Emulator mit Chokes und Kill Armored. Also easy. Haben wir ja Glück. Armords killen 4 Stück. Da haben wir immer genug auf der Map. Sage ich jetzt. Jetzt finde ich gleich keine. Und ich muss halt die Emulator noch killen mit einer Chokebombe. Chokebombe habe ich eh immer dabei. Jo. Dann holen wir jetzt noch hier zum Verbinden. Einmal haben es doch. Da. Und dann die Stream Sniping an. Ja, wir werden es dann sehr wahrscheinlich nicht mehr schaffen zu Overwatch 2 dazwischen. Wahrscheinlich dann nachher in Showdown. Mal gucken. Nach Sea of Thieves meine ich. Ist ja auch geil, es gibt einen Wildcard-Contract wieder. Kann halt Feuer mit dabei sein. Also wieder aktiviert, aber da bin ich ja kein Freund von, weil es A nicht knüller aussieht und B der Modus einfach nicht meins ist. So, also nochmal kurz zum, es wird noch ein bisschen Thema sein bei mir, weil ich mich wirklich sehr darauf freue. Ich hoffe, dass noch zum Release von Cities Skylines 2 ein Day One Patch erscheint, der die Release-Version, es gibt jetzt aktuell gibt's so eine extra Testversion, die sich die Leute runterladen können, die schon ein paar Performance-Fixes haben, aber die ist auch eher ernüchternd. Ja, also irgendwie gibt es da auch nur so 1-2% mehr Leistung und 1-2% mehr Leistung ist halt nix, wenn du 20 Frames hast. Ja. In dem Spiel und ich sag mal so, ich brauche da keine 144 Frames. Ich brauche da keine 100 Frames. 60 wären nice to have.
Aber so ein Simulationsspiel sieht auch mit 30 Frames flüssig aus. Oben sind welche. Aber dann sollen es auch bitte 30 Frames sein. Ist ein Ausgang hier? Direkt da oben, ja. Also Immolators mit Choke Bomb. Und Armored. So. Was Armors angeht, habe ich gerade voll viel Glück. Aber ich glaube, ich werde jetzt sterben. Aber das Ding ist, die von oben kommen wahrscheinlich runter. Ach, Nemo Later gehört sein. Hive. Einer noch. Mach mich nicht schwach, ey.
Ich möchte gern wissen, wo der Boss ist. Hier war wer? Waren es eine oder zwei? Oder sie haben es übersehen? Nicht auf der Brücke. Das sind Hunde. Beim Dümmer kann der Punkt ja fast gar nicht sitzen. Gott. Die scheuche ich da zwangsläufig auf. Geht nicht anders, ich muss ja aufschalten. Oh shit. Yippies. Schade, keine Kasse. Ich finde, das übrigens könnten sie noch patchen, dass der Tresor hier offen ist. Und dass da drin noch so ein bisschen was Geplündertes rumliegt. Oder so. Irgendwie so. Ich finde, da ist ein bisschen Potenzial verloren, den Tresor nicht aufgemacht zu haben. Potenzial verloren gegangen. Ich entscheide mich jetzt. Es war nur noch ein Armort, aber ich entscheide mich jetzt für die sichere Variante, weil die, die hier oben sind, sind entweder hier schon vorbei oder hier lang. Der Glück, dass wirklich drei Armort hier schon waren. Nur noch einer und dann kommen wir aber auch zügig durch. Dann ist das so. Okay, da hat jemand geschrien. Nö, nö, dann machen wir das. Dann kommt Hannibal später. Alles okay, dann nehmen wir das. Nehmen wir das dicke Schiff. Mach, was in dem Spiel halt auch Spaß macht, ist so Zombie-Köpfe klicken, ne? Also so ein paar Helis verteilen. Zuerst mal, weil man eher keine Menschen tötet, sondern wirklich nur Monster. Und weil es halt so von der Soundkulisse, es gibt ja so dieses Feedback. Aber wie gesagt, also man kann sich vielleicht über den Spielmodus hier streiten, den es hier gibt in den Spielen Kirby's. Also hier in dem Spiel über die verschiedenen Modi. Und vielleicht auch über den Grafikstil und auch die Qualität der Engine. Ach scheiße. Ich habe gedacht, ich hätte es gemacht, aber ich habe es vorhin extra liegen gelassen für die anderen. Und jetzt bin ich selbst drauf reingefallen. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht mehr so schlimm. Waden drei Emulator, die habe ich alle gepult. Also ich glaube, Emulator. Armor, ich glaube nicht, dass hier noch einer ist. Oh, ich hier bin, dachte ich so. Du bist erst Level 23, Hiro. Ich bin schon weiter. Ich habe den Skin schon freigeschaltet. Schön, dass du reinschaust.
kannst mal übrigens, weil ich gerade am Stream bin, kannst du gerne schreiben, kannst gerne im Discord, im Hannibal schreiben, dass wir auf ihn warten werden. Also, wir nehmen dann das Viererschiff. Wir kriegen das zu zweit schon gewuppt, bis die anderen zwei nachkommen. Ja. Du hast bisher nur 12 von, nur 12 von 30, ja, okay. Nee, ich hab mit Andi ein bisschen gespielt gehabt. Er hatte Zeit und noch Bock. Dann haben wir ein bisschen zu zweit gespielt. Und dann kam das. Dann habe ich generell noch ein bisschen Solo gegrindet und dann geht das halt. Also ich glaube, ich müsste 26 sein. Bin mir nicht so sicher. Ich brauche einen Armor. Ist da noch einer? Ah. Hey, Baum. Oscar? Ach, perfekt. So, sind wir fertig für heute. Aber du hast ja noch Zeit, Hero, ne? Also du kannst ja nochmal morgen und ab Dienstag, glaube ich, auch, ne? Also. Ist immer noch geil, dass ich mit diesem Entfernungsschuss vorhin auch auf der Map mit dieser Silencer-Waffe 106 Schaden gedrückt habe auf den Körpertreffer. Headshot war es nicht, sonst wäre er ja tot gewesen. Oder es war ein Headshot, der aber anders gerechnet wurde. Also halt mit mehr Damage, aber nicht tot umgefallen, weil es zu weit weg oder so. Keine Ahnung, wie das hier gehandhabt wird. Runter von der Map. So. Mittwoch 16 Uhr, okay. Ja, dann brauche ich es vor Mittwochabend nicht mehr auspacken, das Spiel. Haben wir Zeit für dienstags einem hoffentlich schon optimierten City Skylines. Vielleicht mit DLSS 3? Ja, wahrscheinlich erst in ein, zwei Monaten, aber ja. Oder Starfield macht's ein Modder. Mir egal, wer es mir macht. Hauptsache, ich krieg DLSS. Ich finde, das in allen Games ist einfach Pflicht, diese KI-Frames-Berechnung. Wenn es die Grafikkarten können, dann, mein Gott, dann programmiert es doch rein. Die Engine können es doch auch. Es ist eine Win-Win-Situation. Alle haben mehr Frames, die so Karten haben. Und die, die halt heulen, weil sie keine so Karten haben, es tut mir halt leid, geht mit der Zeit. Kauft euch halt Karten, die das Nvidia oder AMD-Pendant dann dementsprechend machen mit dieser KI-Frame-Generierung und holt euch eine passende Karte. Einfach heulen und sagen, das Spiel ist nicht optimiert auf meiner schwachen Karte. Kann sein, vielleicht könnte man mit Optimierung noch ein bisschen mehr rausholen. Aber wenn alle dadurch profitieren und mehr Frames haben. Ne? Haben wir überlebt, also gibt's nicht viel. An extra Punkten. Und da haben wir nochmal 10 Blutmarken und den Fire Beetle habe ich jetzt freigeschaltet. Und nochmal 1000 Eventpunkte. Jetzt bin ich bei. Ja, du hast vorhin in einer Runde 2,5k Geld eingenommen. Ich weiß, du brauchst immer mal wieder Geld. Ich habe irgendwie das Glück, da ich auch in immer viel Solo grinde bei den Events, dass ich dann immer überlebe und rauskomme und dann summiert sich das. Also ich habe eigentlich immer so zwischen 20 und 30k. Ich fall selten mal tiefer. Hm? So, das heißt, wir sind für diese Woche fertig. Hat nicht gereicht, habe ich zu wenig gemacht. So, wo ist denn das hier Event? Oh, ich bin sogar schon weiter. Genau, ich habe die Dumm-Dumm-Munition, 27 habe ich auch. Ich bin jetzt auf dem Weg, 28 zu machen. Jo. Und eigentlich mindestens bis 31, in Anführungszeichen, weil die Waffe kriegt ja eh später jeder. 1, 2, 3 Patches später, ja, also... Je krass, mal halt nur im Event und im Eventzeitraum dann früher diese Variante. Das heißt, ja, da hätte ich sie früher, aber ich möchte natürlich den Skin haben. Den gibt es hier hinten. Ja. Yeah. Also 47 Minimum, aber wenn du Level 47 hast, dann sagst du dir, Leute, leck mich, ich mache jetzt auch noch 50. Ja? Dann nimmst du auch noch diesen Skin hier mit. Was ist das eigentlich? Catrill Conversation Uppercut Precision Deadeye. Wie lang soll ein Waffenname sein? Hand Showdown? Ja. Oder Crytek, ja. The Catwell Conversation Uppercut Precision Deadeye.
da mussten sie selbst lachen bei dem Namen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So, es ist natürlich eine Combo der ganzen Sachen. Ja, ja, schon klar. So, haben wir die vorher auch. Ist die generell neu und wir haben die. Und haben. Scheint so, oder? Also, die gibt es, glaube ich, bei 34 dann erstmal neu für alle. Und dann gibt es die noch in der Und-Dead-Eye-Variante. Und dann gibt es die nochmal in der Dead-Eye-Variante mit hier. Und dann gibt es natürlich auch diesen Skin: Rogers Cleaver. Den wollen wir natürlich auch haben, auch wenn ich nicht wüsste, ob ich den jemals spielen wollen würde. Und das Bonusding, was da zum Rumbaumelt, ja mein Gott, also ich brauche es nicht. Aber ja, wem es gefällt. Und die 100 Blutmarken, also gerade gegen Ende kommen noch mal, knallen nochmal ein paar Blutmarken rein. Ne? Das ganze Event kriegst du natürlich nicht zurück, das ist klar. Gab es immer mal wieder 100? Ja, immer mal wieder, da gab es mal 100. Können wir denn verdienen? Wenn du es durchspielst, 200 gab es. 300, 400, 500. Und hat 1000 gekostet, kriegst du die Hälfte zurück oder was, ne? Ah, ist doch okay. Ja. Ja, die Story, die juckt mich halt nicht. Gut, das war's für Hand Showdown für heute und für diese Handwoche. Handwoche sage ich bewusst, weil die geht ja noch bis nächsten Mittwoch 16 Uhr. Hier hat es ja schön erklärt. Das heißt, ab Mittwoch abends mache ich dann hier wieder weiter, sehr wahrscheinlich. Gucken wir mal. Vorne dran kann ich hier anderes spielen. Ich habe hier Urlaub, ich bin ja da. Dann fangen wir hier an, das hier ein bisschen wegzuspielen. Vielleicht auch wieder mal mit Hero, vielleicht mit Tune wieder, vielleicht mit auch Andy. Gucken wir mal, wer sich hier dazu findet, wer Bock hat. Ja, Hero, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Ich hatte noch Urlaub übrig und ich musste mir den nehmen und dann habe ich gedacht, komm, da kommt Mario Wonder und City Skylines. Ich gehe lang genug arbeiten, schon länger wie du hier. Komm nicht du mit deiner Aussage hier. Ich habe schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und auch schon ein paar Jährchen mehr gearbeitet. Ja, sagt der Azubi mit Berufsschule, der dann teilweise nur bis mittags Unterricht hat, ne? Also. So, gut. Hier ist jetzt Schluss im Streamlab dabei. Ich wechsle jetzt direkt zu Sea of Thieves. Im Halb fangen wir ja an. Deswegen für Handshowdown ist an dieser Stelle Schluss. Für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.